Nutzer, Nutzung eines Pre-Prozessors, kleiner Schritt, großes Resultat. Mein Name ist Marco Dings. Ich bin Leitunggebender und Founder von Firia Group. Wie ihr vielleicht hört, bin ich nicht deutschsprachig, bin Holländer. Also wenn es dann irgendwann etwas schwierig geht mit dem Deutschen, vergib mir bitte, ich bin nur das Rappelkiste und Sesamstraße Deutsch gewöhnt und habe mir gedacht, also normalerweise geht das Quatschen ja ganz gut, aber wie ich das dann probiert habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja technisch, das ist doch etwas schwieriger, als ich gedacht habe. Also vergib mir im Vornherein. Ja, was redest du da? Ein Prozessor. Wir werden erstmal darüber reden, was ein Pre-Prozessor überhaupt ist, warum wir denn den eigentlich nutzen würden, wie wir den nutzen würden, und dann werde ich am Ende ein paar Beispiele in Echtzeit euch zeigen, im PHP Storm, und da können wir noch was rumprobieren. Wer von euch weiß eigentlich, was ein Pre-Prozessor ist? Oder nicht, was ein Pre-Prozessor ist? Okay. Nee, okay, ist ganz gut. Dann kann ich das auch erklären. Ansonsten wäre es ja etwas schwierig. Ein Pre-Prozessor ist ein Tool, das man eigentlich vorschaltet an der Entwicklung, um am Ende CSS zu bekommen. CSS hoffe ich, dass die meisten wissen, was es ist. Ansonsten ist es ganz schwierig hier. Ja, noch Fragen, dann könnt ihr jetzt gehen. Könntet ihr jetzt gehen. Im Endeffekt macht der Pre-Prozessor euch das Leben einfacher. Also mir macht er das Leben einfacher. Es ermöglicht eine schnellere Entwicklung und eine einfachere Wartung. Also es gehört schon eine Lehrkurve dazu, aber wenn man die beschlichtet hat, dann ja, dann ist es im Endeffekt aber so ganz einfacher. Ein Pre-Prozessor im Generellen erlaubt uns das Beschreiben des Stylings in einer einfacheren Weise, also mehr übersichtlich. Und das lohnt sich dann am Ende. Es ist einfach ein Dienstprogramm, das CSS aus einer anderen Sprache wie LESS oder SAS, es gibt ja verschiedene Sprachen, erzeugen kann. Welche Sprache ihr benutzen möchtet, ist im Endeffekt an euch. Aber ich werde in die Vorbilder hier LESS benutzen. Der Pre-Prozessor wirft eine einzige CSS-Datei aus, die man dann sich in der Webseite einbinden kann. Was wären dann die Vorteile? Organisation und Struktur. Man kann sich die Dateien und Verzeichnisse besser einteilen. Man kann sich Selektoren, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist im Deutschen, also Selectors im Englischen, verschachteln, nesten und gruppieren, und das macht das Leben ganz viel einfacher. Man kann bestimmte Variablen abstrahieren, man kann Sachen weiterverwenden. Und von der Leistung her, man hat nur eine einzige Datei, die man laden muss, und man kann sie verkleinern. Also Dateien und Verzeichnisse. Die Anzahl der Quelldateien ist irrelevant. Die Anzahl der Ordner ist irrelevant. Es gibt nur eine Ausgabedatei und dementsprechend auch nur eine HTTP-Anfrage. Hier an der rechten Seite ist hier ein Vorbild, das ist im
ja, ist immer in der Bearbeitung, was wir machen. Wir benutzen im Endeffekt nur eine einzige custom.css-Datei, machen aber eine ganz große Verschachtelung von Dateien und Ordner, Verzeichnisse, Blocks, Positions, das ist halt in Englisch, Settings, Utilities, Vendor. Das würdet ihr erkennen. Positions ist einfach, ja, wo auf der Page im Template man was hinlegt. Man kann so also sagen, für die, den Footer. Also ganz unten auf der Page. Das ist immer, weiß ich was, ein grüner Hintergrund. Macht nicht aus, was da drin steht, aber ist grün. Wenn man dann, ist also nicht von der Semantik abhängig, nicht von der Inhalt. In den Blogs beschreiben wir dann typisch, was ein Teil dann machen würde, also Adresseangabe oder eine Karte oder weiß ich was, das sind die semantischen Teile. Hier gibt es dann noch Settings, Utilities, also eine ganz große Verschachtelung, die aber dazu dient, dass man auch eine semantische, sinnvolle Benennung von Dateien und Verzeichnissen hat. Wenn man was sucht, kann man es relativ einfach finden. Wenn man sich seine eigene Dateistruktur erstellt, das im Deutschen macht, dann wird es auch etwas einfacher. Aber auch wenn man jetzt über mehrere Projekte hinaus dieselbe Struktur handhabt, dann findet man das ganz relativ einfach. Ich würde sagen, oder dass wenn man von der Erfahrung her, wenn man ein etwas größeres Projekt hat und eine CSS-Datei, dann suche ich mich immer dumm und dämlich, wo denn etwas steht, wenn es eine ganz große Datei ist. Und wenn ich was zufügen muss, dann, ja, wenn ich es nicht gerade finde, dann hänge ich es einfach unten dran und dann sind die Angaben über die ganze Datei verstreut. Und dann das nächste Mal suche ich mich noch mehr dumm und dämlich. Und ja, im Endeffekt ist es, ja, scheiße. Also, aber mit den Verzeichnissen ist das etwas einfacher. Dann, ja. Wenn ich was mit dem Footer mache, dann gehe ich hier rein. Ich würde sagen, das macht Sinn. Es gibt noch mehrere Verzeichnungen für. Ja, für Zeugs. Settings, Utilities, Vendor, Library, Bootstrap, Utilities zum, wenn ihr das sehen könnt, zum Beispiel hier etwas, was ich einbinden kann, da wird oben an der Page ein Balken eingeblendet, der grün, gelb, verschiedene Farbe annimmt über die verschiedene Bootstrap, also Large, Medium, Small, Extra Small. In der Entwicklung ist das ganz einfach, dann kann man auch sagen, okay, wenn der Kunde was zu einer Anmerkung hat, hätte fast gesagt meckert, das geht aber nicht, dann kann ich fragen, welche Farbe hat das Ding und was passiert. Dann, das ist einfacher als zu fragen, okay, wie breit ist denn das Bild oder wie hoch oder welche, ja, wo bist du jetzt drauf? Die kann man wiederverwenden. Kann man sich ein neues Projekt einfach einkopieren und den Rest? Darf ich ganz kurz einen Zinnfall? Ja, sicher. Nur damit ich es richtig verstehe. Diese Ordnerstruktur, das ist jetzt ein Vorschlag, wie du. So arbeite ich. Okay. Ja. Und wenn wir noch Zeit haben, zeige ich das am Ende. Das ist etwas angelehnt an der, an eine Architektur, die nennt sich Block Element Modifier, BEM. Wo man dies benutzt und auch wo man die Definierung die er beschreibt. Nee, hier sind nur Less-Dateien drin. Entschuldigung? Was im Footer? Ist das ein Footer-CSS? Nee, im Footer wäre nur ein Footer.less oder etwas anderes.less.
Es wären nur LESS-Dateien drin. Ach so, okay. Ich werde das im Nachhinein nochmal zeigen. Und die custom.less ist nur eine Auflistung, die sagt include dies und include das und include alles einfach. Und im Standardprojekt haben wir die ganze Include-Liste, die ist aber auskommentariert. Und wenn wir was mit dem Futter machen, kommentarieren wir das, nehmen wir das Kommentar weg, wird das eingebunden und kommt in CSS. Was man hier zum Beispiel nicht sieht, ist, dass, dass wir auch zum Beispiel Font Awesome, wer kennt das? Normalerweise ist das eine extra Datei, die geladen wird. Man kann aber das Font Awesome.less hier auch im Custom.less aufnehmen. Ist wieder ein Anruf weniger. Braucht man nicht über GCH Optimize oder weiß ich was für anderes Tool zu gehen, das dann irgendwas verbaut, damit schief geht. Man hat da volle Kontrolle über sein eigenes, seine eigene Arbeit. Also, ja, einfach Wiederverwendung, Stylung eines Blocks, Block Element Modifier, Stylung Position, haben wir genannt, Erstellung von Farm, kommen wir noch hier weiter drin, Entwicklung von Debug-Programmen, stehen hier unten, und nicht, ja, für uns etwas, ja, sehr von Belang, Version Control. Wir haben alles unter Version Control, in unserem Fall Git. Wenn man ganz viele verschiedene Dateien hat und man mit mehreren Personen arbeitet, dann gibt es auch weniger Konflikte. Dann hätte man nur eine ganz große Datei und arbeiten zwei oder mehr Personen dran, dann muss man im Nachhinein das wieder mergen, sehen, ob es da nicht Konflikte gegeben hat. Wenn man viele kleine Dateien hat, ist die Chance darauf einfach viel geringer. Ja, ich habe schon gesagt, dass wenn man einen Custom CSS File hat, dann stehen die Selectors. Ich bin bis hier gekommen mit der Übersetzung der Slides. Entschuldigung. Die Übersetzung steht in den Comments drin, aber ich habe es noch nicht in den Slides übernommen. Also die Selektoren sind normalerweise durchaus die Datei verteilt. Und wenn man die zusammenfassen kann über Nesting, dann wird das übersichtlicher. Ein kleines Vorbild. Dies wäre ein Button, das Anchor für das Button, was die Farbe weiß zuweist. Und dann, ja, wenn ich drüber gehe mit der Maus, wird es gelb. Kannst du dir vorstellen, dass die Selektoren über ein ganzes File sich ja, befinden könnten. Wenn man das in Less beschreibt, kann man sagen, oh, ich habe einen Button, ich öffne mir das Button, sage, okay, die Hintergrundfarbe, ich weiß nicht mal, was das ist, dies, dann das Anchor, macht die Farbe weiß und dann das Anchor und Hover, Farbe gelb. Für mich benötigt vielleicht eine gewisse Gewöhnung. Aber für mich ist dies viel einfacher zu lesen als zur linken Seite. Und umso mehr, wenn dies nicht zusammensteht. Man kann dann auch traditionell sah man, dass man Media Queries in einer separaten Datei auslagert. Aber man kann dann auch einfach sagen, hier eine Media Query hier einfügen und sagen, okay, das Hover, die gelbe Farbe, ist nur für eine bestimmte Auflösung zu benutzen. Also das Grouping, das Zusammennehmen dieser Sachen. Und die vielen Files, die machen das ja, für mich viel übersichtlicher. War das deutlich? Gibt es dazu Fragen? Das kann man nur in Less.
Nee, das können die meisten Pre-Prozesse, also SAS kann das auch oder CoffeeScript. Nee, es wäre nicht CSS-konform. Also darum ist der Pre-Prozessor, der erlaubt das zu verschachteln und gibt es dann auch als normales CSS aus. Also es macht mir das Leben einfacher, weil ich es verschachteln kann. Ich brauche den Text-Button nicht. Ich brauche den Text-Button nicht dreimal zu tippen. Kann da keine Fehler machen, denn es gibt den Text-Button nur einmal. Und wenn ich da was in den Button ändern möchte, dann mache ich das drin und das wird dann, dies wird dann auch als dies ausgegeben. Können wir im Nachhinein nochmal uns anschauen. Variablen, ja, das ist wohl das Einfachste einzusehen. Ihr habt bestimmt schon Websites gesehen, die sind vergeben von diesen Hexcodes. Die sind dann auch meistens, gibt es da verschiedene Versionen davon, die mit dem Color Picker rausgenommen sind. Da gibt es so 12 verschiedene Blau-Farben, die vom Auge nicht zu unterscheiden sind, aber ja doch verschieden hier angebunden sind. Also mit CSS kann man sich sagen, okay, ich kodiere das nicht ein, aber ich sage, ich nehme mal Brand Primary, also Brand wäre dann das Geschäft Primary, diese Farbe. Und dann kann ich sagen, Background Color Brand Primary. Dann kann man das liest sich dann viel einfacher, wenn der Kunde sich dann im Nachhinein entscheiden, okay, ich wollte es nicht gelb, soll rot sein oder orange oder grün, weiß ich was. Kannst du in einer Lokation zu ändern und das geht dann durch die ganze CSS-Datei durch. Also wenn es nur über Variablen ginge, muss man aber auch sagen, dass in der letzten Version von Firefox zum Beispiel auch CSS eine neue Erweiterung hat, die es zulässt, Variablen zu benennen. Aber man kann noch viel mehr, sage ich im Nachhinein. Das Wie. Was soll man nehmen? Es gibt verschiedene Sprachen, haben wir so gesagt. Less, SAS, CoffeeScript, weiß ich, was es alles gibt. Als Tool kann man die im Browser, separaten Programm oder im IDE laufen lassen. Das werden wir dann etwas erweitern hier. Also, SAS oder Less. Es ist fast wie ein religiöser Krieg. Da gibt es die Less-Leute und die SAS-Leute. Und die gönnen sich beide nicht das Licht des Tages, will ich mal sagen. Ich bin da etwas praktischer. Man sollte benutzen das, was man möchte. Aber wenn man sich die Kritiken und die Reviews anschaut im Web, seid euch davon bewusst, dass zumindest seit 2013, also bevor 2013 war es schon etwas anderes, aber seit 2013 ist viel, viel geschehen. Da ist Less in Bootstrap eingebunden, da ist viel, die sind gleichgezogen, will ich mal sagen. Das ist, ja, jetzt ist diese Form, nächsten Monat diese. Und es ist eine persönliche Sache. Bevor 2013 war Less, hatte keine Extents. Technische Sachen mehr für gefordert. Aber mit Bootstrap hat man aufgeholt. Also ich würde sagen, die sind ja auf gleicher Ebene. Ungefähr. Das ist eine Geschmackssache. Könnt das Less hier nachlesen. Also Less selber bleibt treu an die Struktur von CSS. Wobei SAS mehr eine Programmiersprache gleicht. Man kann auch mit
lässt anfangen durch einfach sich die Datei, eine willkürliche CSS-Datei umzubenennen in .less und das funktioniert. Und das ist ein ganz einfacher Anfang, um mit less anzufangen. Man kopiert sich einfach seine Sachen drin und fängt dann an, das zu refactoren, umzuarbeiten, sich zu Sachen zu gruppieren. Und less ist basiert auf JavaScript, Sass auf Ruby. Und für mich war dies durchschlaggebend, dass das von Bootstrap benutzt wurde und auch in Joomla. Und ich habe mich entschieden, das ist am einfachsten. Du hast nur eine Sprache, die du dazu lernen musst und deine Kollegen auch. Denn das ist die Sprache von Joomla, das ist die Default-Sprache von Extensions. Man kann das aber auch miteinander, durcheinander nutzen, wenn man haben möchte. Wenn man dann das damit arbeiten möchte, der einfachste Weg, um das auszuprobieren, möchte ich mal sagen, das ist dann ist gut für die Entwicklung, aber nicht so gut für Produktion. Man bindet sich das halt ein in einer Webpage. Man kann einfach sagen, Link ein Stylesheet, custom.less, hol dir das den less compiler, das JavaScript rein oder lade das von der eigenen Seite und dann macht der Browser macht die Arbeit. Das ist relativ einfach. Aber da kann man mit eigentlich nur eine einzige Datei ausprobieren. Nächste Option wäre, benutze ein Standalone-Tool, zum Beispiel da gibt es zum Beispiel Tool Simples. Kann man sich auf Mac oder Windows installieren und da kann man sich die Dateien, das Tool zeigt man zu einer Datei oder ein Verzeichnis, Entschuldigung, und das kompiliert dann alles und die Verschachtelung, man zeigt es auf der custom.less, wo die anderen Dateien wieder referiert worden oder importiert worden und das Tool wird dann immer wieder eine neue custom.css-File generieren. Dann kann man sich einen eigenen Editor benutzen. Das geht dann einfach. Das ist für die Leute, die es mal machen, also nicht tagtäglich, den ganzen Tag über, ist das eine gute Sache. Heute Morgen hat der Robert uns gezeigt, wie man das auch mit Gulp machen kann. Es gibt ja ganz viele Wege, die nach Rom leiten. Die sind nur ein paar. Nächste Version wäre die, wo der Less Compiler im Template eingebunden ist. Es gibt ja Templates, die das anbieten. Ich bin nicht so sehr davon beeindruckt. Sie geben dem seriösen Entwickler zu wenig Kontrolle, meiner Ansicht nach. Man weiß nicht ganz genau, welche Less-Version unterstützt wird. Das ist ganz dynamisch. Es gibt noch sehr viele, jedes Quartal gibt es neue Sachen, die dazukommen, die einen freuen könnten. Man kann dann auch schwieriger Sachen machen, wie das Optimieren der Datei oder das Debuggen. Man kann den Less Compiler auch zum Beispiel dazu ansetzen, dass er nicht normales CSS ausgibt, aber minified. Also dann braucht man das im Nachhinein nicht machen, mit einem separaten Tool zu machen. Schon ganz schön komprimiert. Alle Kommentare sind raus, Leerzeichen sind weg. Ganz einfach. Aber dies wäre dann
doch der größte Vorteil, ich sage das im Nachhinein noch, wenn man sich, ihr macht das wahrscheinlich auch, wenn man sich mit einer Seite rumschlägt, dann benutzt man Developer-Tools, um sich das CSS anzuschauen und mal zu probieren, dies oder das, oder warum, ja, ist das denn rot? Ich hätte gedacht, es wäre grün. In den Developer-Tools zeigt man sich das an und dann sagt das Developer-Tools normalerweise, das ist Zeile 3768 von CSS-File, custom.css. Ja, das ist sehr gut, aber ich habe ja jetzt mal alle meine List-Dateien. Ich hatte ja ganz viele, ich hatte ganz viele Verzeichnisse. Wo kommt das denn her? Na, man hat eine Möglichkeit, auch ein SourceNet zu erzeugen oder Debug-Informationen einfach einzufügen. Das kann man mit dem Standalone-Compiler machen. Und dann zeigt euch der Browser auch die Zeile in Less an. Und das ist sehr bequem. Dann sagt er, das ist diese Datei, diese Zeile. Und dann sucht man sich nicht dumm und dämlich wiederum. Die letzte Möglichkeit, und die ich dann auch persönlich benutze, zusammen mit einer IDE, PHP Storm, ist die Command Line. Das benutzt das, wenn es sowas gibt, das Original-Tool von den Entwicklern von Less. Es könnte etwas intimidierend sein, das zu installieren, aber vor einem Jahr war das sicherlich so. Jetzt ist aber eigentlich ganz einfach. Man geht zu Node.js.org. Da kann man sich die Installationsdatei für Linux, Macintosh oder Windows da runterziehen. Installiert das Ding. Das ist Klick. Und dann macht das was. Und da muss man sich von der Command-Line einfach eintippen, npm install -g less, und dann hat man den Less-Compiler. Da kann man sagen less-c, das ist der Name des Compilers, gibt dann die Less-Datei an und dann kompiliert er das. Und das kombiniere ich dann normalerweise mit PHP Storm. Und dann ist die Welt heil, denn da kann man auch verschiedene Optionen dazu geben, wie das Minifying, wie den Debug-Output, wo man mit Source Maps die Originalzeile anzeigen kann. Das geht dann irgendwie so, less.cc, index.less, index.css, meine Source Map. Clean CSS oder etwas. Also wenn man das, ich weiß nicht, ja, Clean CSS. Aber jetzt, ich suche es im Nachhinein nochmal auf. Das muss man aber, wenn man das dann nutzen möchte, muss man das im Browser jetzt schon mal sicher gehen, dass man das einschaltet, also aktiviert. Ich habe das mal für die zwei meist vorliegende Browser gemacht, Chrome und Firefox. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das mit AI zu probieren. Also in Chrome ruft man sich Developer Tools auf, geht auf Settings, das Zahnrad hier irgendwo da oben, und dann soll man sich Enable CSS Source Maps, das sollte selektiert sein. Wenn man dann das CSS hochladet auf seine Webseite, dann muss man dafür sorgen, dass das .map-File, das auch generiert wurde, auch hochgeladen wird. Und dann zeigt sich das dann im Developer Tools hier so an. Some Selector, Organizing.less, Zeile 5. Und ja, ich habe hier nochmal gehofft, dann steht der ganze Pfad, wo man die Datei finden kann. In Firefox fast das gleiche. Konfiguration. Hier nennt sich das Show Original Sources.
selektieren und dann hat man hier wiederum das Gleiche. Es zeigt sich das Less-File an. Sehr, sehr bequem. Nicht viele Leute wissen das. Der Robert zum Beispiel war heute Morgen dann, war ihm noch unbekannt. Also ja, es macht einem das Leben doch sehr viel einfacher. Ja, dies wäre dann BAM. Dann gehen wir jetzt über zur Praxis, aber erst nochmal Fragen. Es gibt noch sehr viel mehr zum Thema Less, aber für diese Session habe ich das mal nicht vorbereitet. Ja, ich kann das erzählen, aber es ist zu. Da gibt es verschiedene Tools dazu, die das automatisch machen. Also das Gulp macht das automatisch. Wenn ich das, ich zeige euch das im IDE, da wird das automatisch gemacht. Der Editor signaliert, dass die Datei geändert wird und ruft den Compiler an und da wird unmittelbar wird das CSS kompiliert. Oh, ich habe hier mal ein paar Vorbilder. Die Screenshots, die ihr eben gesehen habt für das Debugging, die kommen aus dieser Datei. Macht totalen Unsinn, aber okay. Stylesheet wird geladen. Some Selector. Also mehr ist es nicht. Und das ist diese Less-Datei. Ist das lesbar? Sonst ist es. Da sieht man ein paar Sachen, also Import, das ist ein Vorbild vom Importieren, Import 01b, Import 1 und Import Reference 01b, Import 2 und dann Some Selector, Mixing Selector. Es importiert halt diese zwei Style Sheets, ein Mixing Selector, ein doppelter Rahmen zeichnet und einen, der die Farbe auf Cyan stellt. Wenn ich jetzt dieses, man muss ganz genau hinschauen, hier steht nur eine einzige Datei. Wenn ich jetzt hier etwas ändere, habt ihr gesehen, dass hier was geändert hat? Das kann sich jetzt ausfalten und jetzt steht hier die CSS-Datei. Kann ich es nochmal machen? Nee, hier machen. Jetzt steht nichts da. Etwas zu. Jetzt ist wieder die CSS-Datei gekommen. Hier ist das normale CSS. Hier spezial Debug-Information für Firebug. Und hier ist das Map-File, das generiert wurde, um das in den Debug-Tools von Firebug und Chrome anzuzeigen. Diese Map, die wird automatisch erzeugt. Ich habe das jetzt eingestellt hier, dass. Das erzeugt. Ja. Okay. Und ansonsten die CSS wird erzeugt. Ja, beide werden in dem Moment erzeugt, wo eine Änderung der Less-Datei oder einer der unterliegenden Less-Dateien geändert wird. Nein, nicht einmal. Das kann man sich einstellen, halt, wie es geht. Weil eben im Hintergrund der Compiler. Ja. Der Compiler ist ein Java. Nein, das ist das Node.js Less C, was ich gezeigt habe. Also man installiert das Node.js. Dann sagt man install less auf und dieses Tool wird dann hier Settings, wo wäre das denn? File Settings.
Hier, das nennt sich in PHP Storm. Ich weiß nicht, ob man da bekannt ist. Nennt das sich FileWatchers. Und da kann man, diese FileWatchers sind zum Thema Less. Die sind also an der Extension.less angebunden. Und da kann man sich mehrere Aktionen definieren lassen. Hier ist eine Version, die nur einfach das Less-Command anruft mit no-caller-file-name, also das ist die Default-Anruf, der Default-Anruf. Wenn ich das mit Debug mache, dann steht hier noch da zu Source Map und Line Numbers All, das macht das Media Output. Und weil ich jetzt hier jetzt nur dieses selektiert habe und nicht das ohne das Map-File, wird sowohl das Map-File als die Media Debug-Information erzeugt, wenn ich eine Änderung mache. Der PHP-Storm wird den erkennen. Also Less-Files assoziiert er bei Default mit Less-C. Ja, es geht, ja, das geht auch in anderen Editoren, bestimmt. Dieser Arbeitsvorgang ist ja jetzt eigentlich gang und gäbe. Ich weiß nicht, wie es, es nennt sich wahrscheinlich irgendwie anders, aber die meisten Editoren haben sowas in diesem Sinne. Dass wenn eine Datei sich ändert, wenn man das nicht hat, kann man auch das Gulp-Tool zum Beispiel installieren. Der wird dann sehen, muss man zwar die Datei speichern, aber der sieht dann, die Datei ist gespeichert und der ruft dann im Hintergrund, der wirft im Hintergrund den Compiler an. Dann was zum Thema Variablen, um zu zeigen, was es da so alles möglich ist. Drehen wir mal um. Ja, man kann sich den Background Color green machen. Das ist eigentlich ganz logisch. Ja, man möchte die Farbe ja verändern. Aber man kann auch sagen, ich habe meine Bilder, meine Images in diesem Pfad liegen, in diesem Projekt. Also slash images. Und wenn ich jetzt hier Hintergrund ein Bild referieren möchte, nehme ich das aus der Images-Datei. Also man kann mit einer Variable dann pro Projekt seine Bilder vielleicht irgendwo anders hinlegen. Und der CSS, der generiert wird, der nimmt diesen Pfad. Screensaver, Entschuldigung. Man kann auch sehr viele andere Sachen machen. Hier, Alignment Left. Also wenn ich in einem Projekt Sachen Standard auf der meine Bilder zum Beispiel Standard links haben möchte oder Standard rechts, kann ich das in CSS festlegen auf an einer Stelle. Ich sage Alignment Left, damit willkürlich, aber dann sage ich hier zum Beispiel Float at Alignment. Und dann seht ihr, hier war Alignment und hier ist Alignment. Und durchaus meine ganze Datei kann ich dann auf diese Weise dafür sorgen, dass die Bilder dann, dass da dann links oder rechts, wie gehabt halt, sich allein. Man kann auch, was ist denn da? Wollen wir mal Maus spielen? Man kann auch die, das dann auch noch etwas verfeinern. Sagt man Margin Left. Also wenn ich das auf der zur linken Seite anlegen lasse, dann möchte ich vielleicht auf der linken Seite
etwas mit Padding machen. Wenn ich das auf der rechten Seite floaten lasse, möchte ich auf der rechten Seite was mit Padding machen. Dann könnte ich auf diese Weise machen, Margin, Left, 10 Pixels. Wenn ich das jetzt hier auf rechts umstelle, wird es Margin Right. Wir können uns das mal anschauen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Es könnte ja sein, ihr glaubt mich nicht. Namen der Variable könnte beliebig. Ja, der Name wäre, ja, kannst irgendwas nehmen. Flasche oder Kirche oder Fußball oder. Aber sinnvolle Namen machen dann doch Sinn. Okay, ich kann das hier selektieren und dann ja, erstmal das Debugging aussetzen, ausschalten, ansonsten ist es schlecht zu lesen. Ja, mit dem Äuglein kann ich dann den Compiler von Hand anwerfen. So, jetzt ist etwas lesbarer. Also jetzt steht hier Float Left und ihr seht Margin Left, weil wir halt hier Left stehen haben. Okay, mache ich hier auf Right. Steht da plötzlich Float Right, Margin Right. Ja? Ja, sehr gute Frage. Nein. Das letzte zieht, das nennt sich Lazy Loading. Wer am letzten ruft, hat recht. Ja. Ja, also weil normalerweise sind die, das wird ja in einer Datei zusammengeschoben. Normalerweise nennt man dann die Variablen zuerst. Die kommen aus einer Datei und die sind dann gültig für alle unterliegenden Dateien. Man kann auch etwas, dann mehr für Fortgeschrittene, man kann auch innerhalb so einer Kontrollstruktur Variablen sich benennen und die sind dann begrenzt innerhalb der Struktur. Also ich könnte hier, wenn ich hier noch eine Variable in diesem Stück hier eine Variable Left Alignment definieren würde, würde die benutzt und nicht diese Variable. Also man kann zwar andere Variablen nutzen in der Unterverschachtelung. Ja, diese Images können, ja, okay, Images, hier steht der Pfad Images. Und hier haben wir den URL auf Images gesetzt. Hier zieht das, ist ein Vorbild dieser Farbe. Die Frage, die Sie soeben hatten, man kann eine Farbe auf Blau setzen. Und hier innerhalb einer Variable kann man sie dann wieder umbenennen. Man kann auch noch mehrere tolle Sachen machen. Zum Beispiel, wenn ich sage, also wir haben eine Farbe benannt. Und da kann ich sagen, ich möchte eine Alternativfarbe haben. Also die Hauptfarbe der Webseite ist eine hellblaue Farbe. Und da möchte ich eine etwas dunklere Variante davon haben und eine etwas leichtere Variante. CSS hat verschiedene Funktionen, um Farben zu manipulieren. Und da kann man sich eine neue Farbe definieren lassen. Da sagt man einfach,
neue Farbe ist Darken und dann die globale Farbe. Ich kann sagen, das ist 20% dunkler oder 10% heller oder transparenter. Ja, guckt euch die Less-Webseite an. Die Liste ist so lang. Das macht keinen Sinn, die hier zu besprechen. Aber da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Man kann damit rechnen. Man kann ganz komplexe Sachen machen. Was dann auch noch, ja, hier steht zum Beispiel Darken Color File. Darken macht dunkler die Farbe mit 30%. Was dann auch noch im Rahmen des Anfängerkurs machen, würde ich mal sagen, fällt, wäre Mixins. Wäre eine Art Makros. Macht der Begriff Sinn, Makro? Makro? Ja. Ja, nein, also als, als Definition. Also, mach's mal anders. Hier, Mixin. Hier seht ihr, ich habe einen Button. Und hier stehen drei Sachen: Anchor, Incognito, Outline und Soft. Ihr erkennt die wohl nicht als etwas, was CSS wäre. Ist es auch nicht. Aber wenn man hier oben sieht, sieht man, ich habe Soft, Border Radius 16. Ich habe Outline, habe ich gesagt, Border 2 Pixel Solid, weiß ich was. Also wenn ich zum Beispiel meine Buttons immer nicht ganz square haben möchte, aber so mit dem Radius, kann ich das einmal definieren. Hier zum Beispiel in Outline, sage ich Border 2 Pixel Solid. Und kann ich die dann beliebig auf andere an andere Stelle einbinden. Braucht das dann nicht unbedingt überall einzukopieren. Ich habe nur einen Platz, wo man das ändern kann und muss. Ja, eine Variable. Ja, hier kann man komplexere Strukturen zusammenfassen. Also man kann sagen, Hintergrundfarbe ist rot und Margin Left ist 10 und man kann eine komplexe Struktur auf diese Weise sich kopieren, umkopieren. Ja. Entschuldigung? Das muss aber in der gleichen Lesterkasse. Nicht unbedingt, nein. Über Import kann man das einbinden. Ja. Das ist das Schöne dran. Man macht sich eine eigene Datei mit den bevorzugten Sachen, die man hat. Die kann man wiederverwenden und die bindet man einfach ein über Import und dann stehen sie zur Verfügung. Macht auch nichts aus, ob die vorher oder nachher genannt werden, denn ja, der Letzte hat recht. Ich möchte es hierbei lassen für die Präsentation. Fragen nehme ich aber gerne noch zu. Ja, ich nehme an, ich habe Internet hier. Sollte funktionieren. Ja, okay, ich mache es schnell. Aber dies ist eine das macht dann doch Sinn, um das nochmal zu zeigen. Es gibt hier, ich werde das in der Präsentation einbinden. Ja, schreibt euch das auf. Ich habe den Namen nicht Tokiwoki.net. Es gibt verschiedene Tools, aber da kann man sich
Ich werde das mal zeigen, ob das dann schnell geht. Und dann gehen wir auch zur Schlussveranstaltung. Okay, ich finde es so schnell nicht. Hier kann man sich einfach CSS reinziehen, wie das Button, und auf Convert, und der wird sich da, tut sich da Mühe, das zu verschachteln, in so einer Struktur zu ziehen. Wenn man das machen möchte, der Tipp wäre, probier nicht eine ganze Datei da reinzuziehen. Also gruppiere erstmal die Sachen, die zum einem Button, zum Footer, zum Logo, zum weiß ich was gehören. Und dann nimm diese Blöcke, stell die da rein und da rauskommt Less. Noch mehr Fragen? Ich nehme auch gerne Fragen entgegen im Nachhinein oder irgendwann diese Tage. Okay, ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr gequält mit meinem Deutsch und mit den Palabern über Less. Das wär's für mich. Herzlichen Dank.